Moin moin zusammen und willkommen zurück bei ARK. Ihr seht schon, meine neue Saphira liegt hier am Boden. Ich musste glücklicherweise nicht weit laufen. Unglücklicherweise, da hinten seht ihr ihn, ein Albino-T-Rex auf den Weg zu mir. Uncool, absolut uncool. Saphira, könntest du dich ein bisschen beeilen, bitte? Ich möchte hier ganz gerne weg. In der Hoffnung, dass er jetzt nicht hier rüberkommt. Er sieht schnieke aus, er sieht echt geil aus. So ein weißer T-Rex, allgemein die Albinos sehen echt toll aus, aber... Könntest du jetzt bitte mal... Komm! Ich habe eigentlich nicht so viel Zeit. Wie ihr gerade seht, ich habe nicht mal 10 Sekunden vor Folgenbeginn habe ich eben das Level abgemacht, was natürlich sehr schön ist. Solange ich hier aber jetzt gerade keine Ruhe finde... Ja gut, Saphira dürfte da gleich fertig sein. Wir gehen nochmal weiter auf Angriff. So. Haben wir jetzt hier irgendwas? Oh, guck mal, was wir alles dazu haben. Aber da mache ich mir später Gedanken drum. Die Punkte bewahre ich erstmal auf. Weil erstmal, wie gesagt, oberste Priorität. Saphira tame und dann nichts wie ab hier. Komm, friss! Mach! Du machst dich nicht unbedingt beliebt, wenn du jetzt hier nicht zusiehst. Das wird ein ganz schwerer Start für dich, Fräulein. Danke. Das hat sie gehört. Ja, ich weiß, ich bin sehr einfallsreich, was meine Namensgebung angeht. Na, komm. Ah, naja. Da muss noch mal ein bisschen gepusht werden. Sie ist aber auf niedrigem Level, was es eigentlich relativ einfach macht... sie schnell hochzujagen. Vorausgesetzt natürlich, sie überlebt lang genug. So, jetzt muss ich mal auf die Map gucken. Da führt kein Weg dran vorbei. Holla die Waldfee! Wir müssen darüber. Ja, genau da, zu den anderen Raptoren. Und wie wir dahin müssen. Will aus. Ich weiß, ich war der Idiot, der die geile Idee hatte zu sagen, okay, kommt schon, wir suchen uns hier nochmal eine andere Basis und so. Ich bereue es zutiefst. Just in dem Moment, wo ich den Spino da vorne sehe, bereue ich es. Oh, komm mal. Der Anki hat verloren. Okay. Saphira, du darfst. Ich weiß nicht, inwiefern eventuell das Zerlegen von toten Dinos noch Erfahrungspunkte bringt. Oh, Raptor. Uncool, uncool. Die sind Mate-boosted. Nein. Kommt hier, geht auf den Anky drauf. Auf den Stego. Du kannst hier auch auf den Stego mal drauf gehen. Aber wenn es ein Stück weit, hören sie auf mich. Das ist doch schnieke. Das Problem ist nämlich, ich möchte Saphira eigentlich auf drei Bereiche trimmen. Der erste Bereich ist natürlich Angriff, dann Energie und Stamina gar nicht mal so sehr, weil sie sehr also die Raptoren frischen das eigentlich relativ schnell wieder auf. Da liegt ein Todesstrike. Schön, klasse. Und ein bisschen die Laufgeschwindigkeit erhöhen. Das ist vielleicht beim Raptor nicht ganz so klug, aber... Naja. What the... Okay, das muss ich mir jetzt mal angucken. Ob es der T-Rex jetzt wirklich schafft, da unten Highlife zu machen. Das ist auf jeden Fall ein Raptor, der damit spielt. Oh, ich sehe so viel Fleisch da unten jetzt. Ich möchte aber ehrlich gesagt, nach dem Debakel mit den Ankylosaurus da hinten, möchte ich ungerne da jetzt runtergehen, um zu looten, selbst wenn er es schaffen sollte.
Mein liebes kleines Kampfgeschwader, bleibt bitte auf Abstand. Die Tooltips am Anfang des Spiels sagen immer, ups, Frameinbrüche. Nein, das sagen sie natürlich nicht. Sie sagen, hier im Dschungel sind weniger große Dinos, dafür schnelle Räuber. Was ist denn hier jetzt los? Ich habe hier gerade echt... Grrr! Grrr! Weg! Komm, es ist gerade scheiße. Ich kann überhaupt nichts sehen. Also 155 Angriff mit der Metallpike machen doch gut was her. Gut, ich will nicht bezweifeln, dass Saphira da jetzt gerade noch massiv mit beigewirkt hat, aber... Holla die Waldfee. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Muss ich mir merken. Aber das ist jetzt auch erstmal uninteressant. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas finden, wo wir uns jetzt quasi ein... Dillo-Geschwader. Nein! Nein! Hier sind auch schon wieder so viele Dillos. Ich würde mir ja ganz gerne eine Einstellung wünschen, dass man bestimmen kann, wie viele Dinos zeitgleich auf der Map sind. Einfach um diese Performance, die ja jetzt hier gerade echt massiv in die Knie geht. Hallo, weg. Ja, selbst schuld. Wärst du nicht in mich reingestiegen, dann wäre gar nichts los gewesen. Aber nö. Und wenn ich so weitermache mit der Jagd, dann muss ich irgendwann Saphira nebenbei führen, weil ich zu schwer für sie werde. Gut, wir gehen mal wieder hier ein bisschen... Was war das da gerade? Da hat sich was bewegt, was ich jetzt nicht so ganz toll fand. Mag auch sein, dass ich ein bisschen schreckhaft jetzt gerade reagiere, aber das... Wir sind jetzt echt schon ein gutes Stück gelaufen. Nein! Weg! Warum bekomme ich denn schon wieder keinen? Ich habe manchmal wirklich das Gefühl, das wird jetzt natürlich auch erklären. Ich meine, der Schaden-Output bleibt natürlich. Ich gucke jetzt einfach mal. Ich habe den doch beim letzten Mal abgestellt. Was soll denn das? Mal gucken. Irgendeinen Dillo oder so werden wir finden, der uns mal angreifen kann. Oder noch ein Raptor. Ja, natürlich. Warum denn auch nicht? Wenn schon, dann dicke. Ja, jetzt bekommen wir... Flying Raptor. Das Fleisch nehme ich aber jetzt. Auch hier von... Den noch mit. Oh, guck mal. Skorpion. Da Saphira sowieso schon so überladen. Mich würde es wirklich mal interessieren. Ich wechsle ja immer die Profile hin und her. Wo jetzt genau solche Sachen wie dieser komische God-Mode da eigentlich gespeichert werden. Da liegt noch ein Raptor. Glaube ich doch. Ist das ein Raptor? Ja. Sogar ein hübscher. Von der Farbe her sehr interessant. Weil im Endeffekt besteht der Save-Ordner aus drei Unterordnern. Das ist einmal das lokale Profil, die Map und die Config. Die Configs sind dann so die ganzen Grafikgeschichten und so weiter. Und mich würde es interessieren, wo das denn gespeichert wird. Ob es... Oh, shit. Ob es überhaupt irgendwo gespeichert wird, weil ich habe das Gefühl, es wird nicht gespeichert. Weil wenn ich es beim letzten Mal abstelle, dann kann es ja unmöglich jetzt schon wieder an sein. So, gucken wir mal, was Saphira denn so drauf hat. Ah, ein schwarzer. Auch nett. Und ein weißer. Und noch einer. Das ist mir jetzt gerade hier ein bisschen viel, Leute. Das war... ein bisschen knapp, um ehrlich zu sein. Saphira, würdest du dich bitte wegbewegen? Du wirst jetzt gerade mal zwangsernährt. So, jetzt habe ich aber hier die Faxen dicke.
Das kann doch echt nicht wahr sein hier. Was ist denn hier los? Das große Raptoren-Schwadron oder wie? Und wieder. Ich weiß, dass das jetzt nicht so lecker für dich ist, Saphira. Das sehe ich auch durchaus ein. Aber ich habe genügend Fleisch, um dir das mal eben anzutun. So. So. Hauptsache, dass deine LP wieder oben ist. Das ist ja... Aber du hast gleich dein Level up. Das finden auf der einen Seite was wirklich Positives. Und noch ein Raptor. Komm, den legen wir jetzt. Ja, komm her. Da ist es. Kann ich dich in Ruhe gerade mal skillen? Ja, ich glaube, die kurzen Sekunden haben wir. Definitiv Health. Definitiv. Ich werde auch erst bei dieser Saphira... Das Albino T-Rex. Ich werde bei dieser Saphira auch erst damit aufhören, wenn die HP irgendwo bei 500 sind. So, roundabout. Irgendwo, denke ich. Wo laufe ich jetzt hin? Ich weiß es nicht. Okay. Oh. Ich da drüben jetzt schon auf einen anderen Teil. Das sieht ja gerade relativ interessant aus. Ich muss mal gucken, ob hier... Das sieht mir jetzt gerade piranha-frei aus. Deswegen komm. Komm, Saphira, mach nicht schlapp. Haben wir schon wieder die Head... Piranhas! Nee. Sag ich lieber nicht zu laut. Man kennt ja mein Glück. Komm her, Kleiner. Komm. Ja! Stirb. Irgendwann wirst du mein zweites Reittier. Nein! Was soll denn das? Und? Wieder eine Zwangsernährung. Das ist irgendwo auch ein Stück weit das Schöne hier an so einem Raptor, dass der sich quasi seine Heilmethoden selber erfahren kann und das sogar relativ gut, muss ich ja sagen. Boah. Das ist ja eine verdammt geile Fläche hier. Nein, ist sie nicht. Ist sie überhaupt nicht. Ich habe soeben beschlossen, diese Fläche ist nicht gut geeignet. Doch, wenn der T-Rex jetzt mal da so die Binsen gehen würde. Aber jetzt mal im Ernst. Hier ein Zaun zwischen, dass von hier nichts mehr kommen kann, mit einem Tor. Da den Bereich einzäunen. Oh, ich krieg schon wieder gerade Fantasien. Ich würde ja ganz gerne erstmal hier runter und da durch das Tal laufen, um zu gucken, wie es dahinter aussieht. Also bevor wir uns niederlassen, würde ich sogar fast sagen, machen wir jetzt einfach hier mit dem Raptor eine Erkundungstour über die Insel. Dass wir sehen können, was da so sich wo verbirgt, weil jetzt hier irgendwo was hinbauen, nur um dann zu merken, okay, 10, 20, 30 Meter weiter ist was noch Besseres geeignet. Okay, ein Steger war da schon platt, also werde ich hier nicht bleiben, bis er den zweiten gegrützt hat. Das wäre nämlich auch äußerst uncool. Das war aber ein schöner T-Rex. Und er hat den zweiten gegrillt. Klasse! Und ich könnte wetten, bei mir und Saphira macht er weiter, sobald er merkt, da ist Nachschub. Warum kriege ich eigentlich vor den Raptoren immer noch so Panik? Ich habe ja jetzt schon mit Saphira mehrfach demonstriert, dass die eigentlich gar kein Problem mehr darstellen.
finde das ehrlich gesagt ziemlich cool, dass ich mir vor Raptoren hier keine Gedanken mehr machen muss. Naja, aber gucken wir mal. Okay, ich bin da. Hier in der Nähe ist gleich eine Höhle, laut Koordinatensystem. Interessiert mich just in diesem Moment aber eher wenig. Die ist für später sicherlich interessant, aber so jetzt erstmal gar nicht. Trotzdem würde ich eigentlich eher gerne nochmal wieder Richtung Westen rüber auf die Insel, weil das so ziemlich die mittigste Insel ist. Weil der ursprüngliche Plan war ja das eigentliche Zentrum von allen. Nee. Keine Angst vor Raptoren, aber hier an der Klippe ist scheiße. Okay, möchte nicht. Auch gut. Doch, hinter mir direkt. Ich habe immer ein bisschen Hemmung, ehrlich gesagt. Hallo? Ich möchte Saphira nicht treffen. Das ist so mein Problem. Deswegen steche ich da nicht gleich drauf ein. Weil ich ja schon mal gezeigt habe, dass man Saphira doch sehr leicht treffen kann. In so ein Schlachtgetümmel, sage ich mal. Ich habe absolut keine Ahnung. Ja, genau. Oh, hier ist aber viel Eisen. Also Metall. Ist ja schon mal nicht so verkehrt. Wir laufen hier jetzt einfach mal rüber. Wir werden ja sehen, wo wir hinlaufen. Genau in die falsche Richtung. Haha, aber jetzt haben wir einen Anreiz. Aber ich muss mal eben... Nee, brauche ich gar nicht. Haha. Hab nichts gesagt. Ich kann auf Saphiras Rücken essen. Das ist schön. Ich kann auf Saphiras Rücken essen. Ah. Nette Fantasie. Wirklich ganz interessant. So. Aber das finde ich phänomenal. Nun weiß ich ein bisschen, also so erfahrungstechnisch, wie weit ich mich bewegen kann und muss, um so auf die Schiene zu kommen, Raptor, Tame und so weiter. Das ist aus meiner Sicht eine sehr wertvolle Information fürs weitere Spielgeschehen und vielleicht bin ich da auch nicht mehr so der große Schisser und traue mich hier irgendwann auch mal an die Größeren ran. Okay, welcher von den Knöpfen bin jetzt ich? Immer noch so ein bisschen problematisch mit den Markern, wie ich finde. Mate boostet hin oder her, jetzt geht's Knüppel. Dich erlege ich so. Gekillt und gleich abgebaut. Das spart Zeit. Da haben wir noch einen Raptor. Wenn ich sie brauche, dann finde ich die Viecher nicht. Aber wenn ich sie überhaupt nicht gebrauchen kann gerade, dann tauchen sie aus dem Nichts auf und das in Scharen. Immer wieder herrlich. Ist das denn jetzt die Insel, wo ich wieder hin wollte? Ja. Ich denke schon. Okay, dann mal rüber. Ich werde das Gefühl nicht los, dass die zentrale Insel auch die gefährlichste Insel ist. Also bin ich am Überlegen, ob wir das mit der zentralen Insel sein lassen und hier auf der Insel bleiben. Hier haben wir zwar mit Raptoren zu kämpfen, aber ich glaube, Raptoren ist so ziemlich das kleinste Übel, was uns momentan... Naja, ist klar. Geht noch kleiner. Ameisen zum Beispiel. Kleine Chitinspender. Nehmen wir natürlich gerne mit, können wir für später, brauchen wir, definitiv. Deswegen finde ich die Einführung der Ameisen eigentlich gar nicht so verkehrt. Gut, ich habe gemeckert, als sie eingeführt wurden, weil die Viecher am Anfang echt penetrant waren.
Und damit meine ich nicht einfach so, oh, ich gehe dir mal ein bisschen auf die Nerven. Sondern eigentlich eher so mit dem Faktor, ich gehe dir auf die Nerven und kann dich sogar ohne Probleme umbringen. Weil du so doof bist. Und nicht so stark. Jag mir nie wieder so ein Schrecken ein, Bronto. Wenn das Hinterteil eines Dinos mehr als dreimal so groß ist wie ich plus Raptor, dann ist, glaube ich, doch noch immer dieser Moment, wo man ein bisschen Panik kriegen sollte. Beziehungsweise nicht Panik, aber ja, ein bisschen vorsichtig sein. Da liegt was Totes. Okay, das war ein Para. Der einfach nur betäubt ist. Tameable by anyone. Ah, du hast gegen einen Skorpion dich angelegt. Okay. Tja. Ziemlich schade, dass ich für dich gerade keine Verwendung habe, weswegen ich auch keinen Grund darin sehe, dich hier tamen zu wollen. War ja nicht gerade noch der Skorpion, oder hat er sich jetzt aufgelöst? Ich glaube, der hat sich aufgelöst. Okay. Also wir müssen definitiv jetzt eine Stelle finden. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich bin auch langsam ein wenig unzufrieden. Ich glaube zwar doch, die Folgen... Ah, die... Wie heißen sie noch? Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Die neuen kleinen Flugsaurier. Süße Teile. Genau, Saphira. Zeig mal, wer hier King Dingeling im Haus ist. So, mal kurz auf die Map geblickt. Ja. Oder so ähnlich. Ich weiß es nicht. Da unten. Da unten. Mal gucken. Mal gucken, wie es da aussieht. Ich sehe noch keine Räuber. Doch, da hinten sehe ich was Räubermäßiges. Da kann ich aber erstmal mit leben. Was mir wichtig ist, ist eine relativ ebene Fläche, weil diese Höhenunterschiede doch teilweise echte Probleme beim Bauen auslösen können. Bin ich jetzt eigentlich... Hier am Ende bin ich jetzt angelangt, okay. Ey, geh aus dem Weg. Stink ab. Was ist denn, wenn wir jetzt da einfach mal rübergehen? Und coole Idee, weil Spino. Und coole Idee, weil Rex. Okay, wir wissen Bescheid. Naja, habt euch mal gerne. Miesel! Oh, Level 27 wird's mich verkohlen. Du hast ein Inventar und das ist leer. Und damit traust du dich hier anzutanzen? Ist ja schon fast eine Frechheit. Okay, ich verschwinde. Der Rex, der kommt hier rüber. Das finde ich jetzt nicht mal so toll. Und ich muss langsam echt was loswerden, weil Saphira schnauft hier gleich aus dem letzten Loch. Die Richtung ist schon, ja, weiß nicht. Bewegt sich alles schon wieder so auf die äußeren Kreise hin, wo ich eigentlich ja nicht hin wollte. Heute ja ein bisschen zentral. Gut, wir haben zwar schon festgestellt, zentral ist blöd, weil große gefährliche Dinos, aber... ja auch mitten im Wald hier bauen. Nein, ich möchte, also damit ich jetzt endlich mal auf den Punkt bringe, was ich denn eigentlich so vorhabe. Ich möchte einen Bereich bekommen, wo ich denn ein riesengroßes Gehege bauen kann. Weil mein Ziel ist es hier, auch während dieses Let's Plays, Raptor. Nein, das ist natürlich nicht mein Ziel, wobei ich noch ein paar mehr mir holen werde. Sondern mein Ziel ist es wirklich, von jedem
zähmbaren Dino eine Sorte mal zu haben. Und dafür braucht man dementsprechend Platz. Das ist ganz klar. Oh, hier geht's aber steil und tief runter. Dementsprechend kann man auch schon mal frei heraus sagen, dieses Let's Play wird nicht morgen oder so enden. Also da kommen definitiv noch Folgen. Was ich jetzt ziemlich uncool finde, wie soll ich denn hier runterkommen? Ich hätte eventuell einen Bereich, wo man bauen könnte. Guck mal, Spino auf einer Insel, da kann er auch gerne bleiben. Da läuft was Großes. Saphira, du hast aber eine verdammt gute Verdauung. Das muss man hier lassen. Wenn der Bronto hier noch lebt, dann war der T-Rex noch nicht da. Nö, der kaspert. Na, das ist ein Kano, der da drüben rumkaspert. Kann er auch gerne kaspern. Wenngleich ich mich auch dafür interessiere, ob ich eine Schnitte gegen den hätte. Ausprobieren möchte ich es jetzt nicht. Das werde ich mal machen, sicherlich, wenn ich einen Raptor hier habe. Also von einem zweiten, dritten, vierten, fünften Raptor, whatever. Wie viele, das wird sich ja dann irgendwann rausstellen. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, mal auszuprobieren. Habe ich eine Schnitte gegen Kano? So mit Raptor da. Aber jetzt, just in diesem Moment, wo ich nur den einen Raptor habe, wo ich ja schon über jeden Raptorenverlust das Weinen anfange. Oh, Dodo. Ein kleines Dodo-Geschwader, ist ja niedlich. Vielleicht finden wir auch eine schöne Position da hinten bei dem... Was ist das eigentlich? Ein Obelisk? Ich glaube, als Obelisk wird es betitelt. Ich meine jedenfalls mal sowas gelesen zu haben. So, wo bin ich jetzt? Der Grüne, der ist aber mir in Erinnerung geblieben. Bisher auch in guter. Ich hoffe, das bleibt so. Ich jetzt oder? Nee, Saphira. Schön. Gleich mal auf 300 erhöhen. Solange es ruhig ist, kannst du da auch, ohne dass ich dich jetzt hier mit Fleisch bombardiere. Rex. Uncool. Es ist schnell, es jagt, es ist bäh. Eigentlich dürfte mich der Anblick hier mittlerweile gar nicht mehr schocken, so viele wie hier rumlaufen. Also ich werde später definitiv keinen Mangel haben, einen T-Rex tamen zu wollen. Der Elan ist zwar noch nicht so ganz da, aber ich dürfte eigentlich genügend finden. Komm, mach hopp. Bleib mal bei den großen Brontos. Raptor. Der ist noch momentan beschäftigt, das ist gut. Ihr seid auch beschäftigt. Also in der Nähe von so einem Obelisken zu bauen, hat auf jeden Fall schon mal den Vorteil, dass ich einen Navigationspunkt habe, weil die Dinger sieht man ja wirklich überall auf der Insel. Was ja, denke ich mal, nicht so verkehrt ist. Ja, greif irgendwas an und beschäftige dich bitte damit. Ihr steht mir beide im Weg. Das ist jetzt
nicht euer Ernst. Ein Kano und ein Rex, also... Ich erinnere mich noch an eine Zeit, anfangs hier in Ark, wo ich echt happy war, einen T-Rex gesehen zu haben. Nur um dann ganz schnell wieder zu merken, okay, uncool. Hier ist gerade genauso uncool. Ich sehe jetzt nicht mehr als ihr. Jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich gesehen. Oder auch nicht. Doch, er hat mich gesehen. Definitiv hat er mich gesehen, aber er hält sich jetzt gerade mit den Paaren auf. Hilfe. Ja. Ich wollte doch eigentlich nur da rumlaufen, um zum Obelisken zu kommen. Okay, wir sehen aber wieder was. Gut, ich werde die Folge jetzt hier abschließen. Ich werde gucken, ob ich irgendwie eine Möglichkeit habe hier... Also jetzt wollt ihr mich verarschen. Ich glaube, die einzige Möglichkeit habe, die ich jetzt... Da haben wir einen Spino. Da haben wir einen Spino. Da oben haben wir einen Kano. Da hinten haben wir einen Rex. Ich bin ja aber sowas von einer... An einer Scheißposition. Beschissen, da kann man ja, glaube ich, sich gar nicht platzieren. Oh ne, der Rex ist, glaube ich, rübergegangen. Das könnte sogar sein. Und mit ganz viel Glück hat sich der Kano... Ich sehe jetzt gerade nichts, weil die Strahlen hier vor sind. Nee. Da ist der Rex. Das ist ja cool. Das heißt, wir haben zwei Rex. Mit was legt er sich da jetzt gerade an? Der Kano versucht, den Rex zu fressen. Okay, sieht aus, als hätte der Kano verloren. Welch Wunder. Ja, Leute. Also, nach dieser Aufnahme werde ich mal hier eben kurz pausieren. In der Hoffnung, mir irgendwie hier mal so gerade so ein Bild machen zu können, wie ich denn hier jetzt am besten durchkomme. Es wird wohl darauf hinauslaufen. Was macht ihr jetzt hier gerade? Kano zerstückeln. Okay, cool. Ja, warum nicht? Ich würde den ja ganz gerne einsammeln, aber ihr steht da mit euren dicken Klopsstampfern drauf, was nicht so cool ist. Ich werde jetzt hier kurz eine Pause einlegen, weil ich hier gerade echt ein bisschen, nicht gefrustet, aber überladen bin. Ich gucke dann auch gleich mal, ob ich hier ein bisschen was von meinem Inventar denn wegkriege. Komm, Saphira, schnell! Bevor jemand dazwischen latscht und du den aus Versehen angreifst. Und ja, nächste Folge gucken wir dann, wie wir uns hier irgendwie rausschlängern können. Bis dahin, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.